Der Mensch ist, was er isst. In Zusammenhang mit Speiseröhrenkrebs ist dieses Sprichwort nur allzu wahr. Neben falscher Ernährung, Alkohol und Nikotin ist ein gesteigerter Säure- und Gallerückfluss, der sogenannte Reflux, einer der Hauptrisikofaktoren für Speiseröhrenkrebs. Häufig geht Reflux mit Sodbrennen einher. Ursache für diese Beschwerden ist größtenteils zu fettiges, unausgewogenes und zu schnelles Essen. Der Prozess grafisch dargestellt. Die Nahrung gelangt durch die Speiseröhre in den Magen. Bei Sodbrennen fließt ein Teil des Mageninhalts in die Speiseröhre zurück. Im Gegensatz zur Magenschleimhaut fehlen der Speiseröhrenschleimhaut Schutzmechanismen gegen den aggressiven Magensaft. Die Folge? Die Schleimhaut wird geschädigt. Die Anfälligkeit für Speiseröhrenkrebs steigt. Symptome wie Schluckstörungen treten in der Regel erst sehr spät auf. Die Zahl der Neuerkrankungen liegt in Deutschland bei etwa 4.700 pro Jahr, wobei mehr als 3/4 davon Männer sind. Umso wichtiger ist es, auf Warnzeichen zu achten. Denn wie so oft gilt, je früher der Tumor erkannt wird, desto besser sind die Heilungs- und Überlebenschancen.